Freitag in der vergangenen Woche haben die Kolleginnen und Kollegen hier von der Ruhrtalbus und wir in der Kreisverwaltung um Hilfe gebeten. Wir haben darum gebeten, zu spenden, aber vor allen Dingen auch, um Hilfsgüter abzugeben. Und wir sind erschlagen worden von der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hier im Kreis Düren zu helfen. Heute starten jetzt ein vollbeladener Reisebus und ein LKW der Feuerwehr bis zur Halskrause quasi vollgeladen in die Ukraine, bringen Hilfsmittel da zu den Menschen, die sie dringend benötigen, und bringen dann Flüchtlinge zu uns zurück, für die wir ja schon dank auch der Hilfsbereitschaft der Menschen gute Unterbringungsmöglichkeiten gefunden haben. Wir alle können stolz darauf sein, dass wir auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen, dass wir ein Herz und Empathie für die Menschen, die zurzeit in höchster Not leben, haben. Und dies ist ein äußerst wertvolles Zeichen. Ganz besonders möchte ich den 6 Menschen danken, die sich heute mit dem Bus und dem Feuerwehr-LKW auf den Weg machen und persönlich unter Inkaufnahme größerer Strapazen die Sachen abgeben werden und die Sorge tragen werden. Wir haben ausgebildetes Personal, medizinisch ausgebildetes, sprachlich vorgebildet, sodass sichergestellt ist, dass die Menschen, die wir aus den schwierigen Lebenslagen mitbringen, in möglichst guter Atmosphäre hier den Kreis Düren erreichen werden. Also wir haben jetzt schon Dutzende Angebote, das reicht vom Apartment bis zum einzelnen Zimmer. Die werden alle sorgfältig geprüft, aber man kann jetzt schon sagen, wir sind in der Krise wieder enger zusammengerückt und die Bereitschaft, jeder für sich zu prüfen, was er tun kann, die ist enorm ausgeprägt. Wir haben reichlich schon Spenden auf dem Konto, wir haben ungeheuer viele Angebote für Wohnungen und wir sind gestern erschlagen worden durch die Mengen an Hilfsmitteln, die abgegeben worden sind. Auch das sollte man in schwierigen Zeiten mal transportieren, dass auch die guten Dinge mal in den Mittelpunkt gestellt werden, nicht immer nur die Negativnachrichten, die uns zurzeit leider Corona und den Krieg betreffen, in die Wohnzimmer passen.